Gut, nur wo ist hier die nächste Gelegenheit links? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Aua, sag mal, spinnst du, Sauhund? Ich höre das Pferdegetrappel gar nicht mehr. Was war das? Ah, jetzt. Jetzt bezahlt ihr. So. Hallo. Bla bla bla. Zack. Mal gucken, wie viel. Damit hat eine 47. Wie viel hat meine Waffe? 56. So, jetzt gucken wir direkt mal kurz. Ja, geradeaus und dann links und dann halt immer den rechten Weg nehmen. Geht hier links hoch. Ach, weißt du, das ist voll der Mist hier gerade. Das sind keine richtigen Wege. Aber ich glaube, hier bin ich richtig. Ja, endlich. Voll gruselig hier, ey. Oh ja, du sollst mich jetzt rauslassen, Lydia. So. Oh, stimmt. Ich bin der Level Up. Ich Idiot. Okay, erst Gesundheit. Jo. Beschwörung. Drei Talente zu verbessern. Mehr Schaden, das ist schon krass eigentlich. Schwere Rüstung. Steigende Rüstung sind um 60%. Den habe ich schon. Ah, Schmiedekunst, kann ich da schon was leveln? Mal gucken, was ist das da? Du kannst magische Waffen und Rüstung verbessern. Kostet 60, brauche ich bis 60? Schuppen- und Stahlplattenrüstung, die wollte ich hier. Die Stahlplattenrüstung, die will ich machen. Dafür brauche ich bis Level 50, ey, leck mich am Arsch, ey. Und welche Level bin ich jetzt? 26, ey. Alter Fallteil. Es gibt ja noch heftig viel zu leveln, ey. Und das wird Geld kosten, ey, leck mich am Arsch, ey. Ich wüsste sonst, ich kann ja nichts mehr verbessern, ey. Oh, du kannst einen mächtigen Gegenangriff durchführen. Boah, Level 30 wieder. Gibt's ja nicht. Ne, brauche ich eigentlich nicht, oder? Was ist das hier? Halt, Moment. Halbiert Sturzschaden, ausschließlich halbiert Schutz, Sturzschaden. Man kriegt ja eh fast nie, keine Sturzschaden. Oh, das ist aber interessant. Na, egal, ich level jetzt erstmal nichts. Bringt mir eigentlich nichts. Leck mich am Arsch! Alter Falter!
Boah. Erschreckt die Ratte mich so, ey. Leck mich im Arsch. Voll ekelhaft, ey. Kehre zu Kotlak zurück. Hier ist wieder so dunkel. So, optional vernichtet die Schluchtweiherzirkel. Das mache ich natürlich auch noch. Da benutze ich gerade nur noch das Schwert. Mal gucken, wie lange es damit dauert. Oh, alt. Ich hau einfach nur ins dunkle Düdi, ich hab keine Ahnung, wie du stehst, ey. Denk ich aber, warum ist die so dunkel, ey? Das ist doch richtig schwul, ey. Der Mondzucker. Ich nehme einfach alles mit. Dann kriegt der Kotlak halt 50 Hexenköpfe. Das ist mir genau wurscht. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Toll. Gar nicht. Ah, doch, hier. Ich dachte schon, ne? Ah. Hier drin ist wenigstens ein bisschen Licht, weißt du? Hallo? Guck mal, eine Kiste, sauber. Gold, Rubinanskette, Stahlpfeil, FM, der Zerschur. Boah, ist der wertvoll, ey. Oh, ist der wertvoll. Leck mich im Arsch. Dornenherz. Nein, verdammt. Guck mal, 5 Äpfel kann ich direkt essen. Oh, guck mal, ich hab. Oh, wie viel Essen ich auf einmal hab. Was ist das denn? Ach, das ist die Hexe. Boah, sind alles so widerliche, ekelhafte Hexen. Ah, ekelhafte Vibes. Stücke. Die sind ja echt so richtig so. Ich glaube, da geht's raus, ja. Gehen wir da lang. Bam. Nein, oh, warum nehme ich jetzt eine leere Weinflasche auf, bitte? Ha.
Ah, ist ja tot, okay. Ich dachte gerade, die Lydia treibt am Wasser. Was ist hier jetzt überhaupt? Das ist aber die Hexe, oder? Ja, okay. Lydia, da. Ma, ey, die geht immer voll weg. Das ist voll schwule. Ich denke immer, die sitzt tot oder so, ey. Ist ja voll scheiße, mal. Gift der Furcht. Klingt interessant. Interesting, interesting. Zwergenschild des Blockens. Boah, wieder heftig wertvolle. Gold, Buch Hellsehen. Boah, ist auch ordentlich wertvoll. Bücher, bla bla bla. So, neuer Zauber gelernt. 3 Schneebeeren, 4 Lavendel. Guck mal, verbessert das irgendwas? Nö, schade aber auch. Aber ich habe jetzt eine Zutat, eine neue. Ich weiß noch nicht mehr genau welche. Dornenherz werde ich auch mal nicht essen. Elfenohr auch mal nicht. Man kann die Wirkung bestimmt herausfinden, ohne das Essen zu müssen. Ja, von dem, wovon ich mehreres habe, da kann ich auch mal probieren. Vampirstaub ist für Unsichtbarkeit, das weiß ich eh noch. Im letzten Spielstand. Was ich cool finde, ist, wenn man mit der Fackel ins Wasser springt und wieder rausklettert, dass die dann wieder angeht. War ziemlich unrealistisch, aber trotzdem würde mich voll nerven, wenn ich immer eine neue Fackel brauchen müssen würde. Na, ich glaube, hier war die erste Hexe. Ja, also zurück. Die Frage, wo die letzte Hexe dann tatsächlich ist. Vielleicht da. Ja, kann gut sein. Oder? Ja, okay, hier war wieder eine andere. Ach, Scheißdreck. Jetzt finde ich die letzte Hexe nicht, oder was? Jetzt geht doch mal da lang. Vielleicht geht es da doch nicht zum Ausgang. Ich glaube halt eben schon. Ah, okay. Da ist Ausgang, wusste ich ja schon wieder. Ah, scheiß auf, der wird schon gut. Gehen auf den Matten und Stahlpfeil. Hier war ich, glaube ich, auch schon, ne? Okay, gibt es hier einen Abzweig nach rechts oder so? Ne. Hä, wo ist die letzte Summer? Muss ich jetzt gerade mal auf der Map gucken, ja. Hier muss ich lang. Ah, da müsste es also 2 Durchgänge geben. Im Prinzip. Ach, hier. Guck mal, oh, bin ich blöd. Da muss es sein. Aha, ich kann auch zaubern. Ich kann sogar schreien. Er gehört jetzt. So, das war's dann. Direkt nochmal die Fackel und durchsuchen hier nochmal alles. Stahlpfeil. Sehr schön. Schön, schön. Maiskappen. Ziege leer. Tragödie in Schwarz. Geil, Verzauberung verbessert. Arcana Verzauberer. Guck mal, wie der mich da angriff. Der Arsch. So. Yo, das war's. Also, ab nach draußen. Okay. Das Eier mit dem Pferd wieder vor.